Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir sind gerade dabei, hier die Spinnen für die Oberverzauberin zu bashen. Ich glaube, das war die Aufgabe. Hier haben wir schon gelootet. Wo haben wir denn noch was? Ich glaube, da kommen wir doch her, oder? Aber hier sind ja die ganzen toten Spinnen. Daran kann man sich immer ein bisschen orientieren. So. Hier sind auch schon Tote. Ich glaube, hier haben wir gerade gestartet. Da hinten vielleicht noch was. Kicken wir mal. Da sieht es nach Abgrund aus. Gut, kann man eh nicht runterspringen. Von daher soll man schnell am Rücken kratzen. So. Aber hier sieht es noch relativ neu aus. Keine Gegner. Ja, ich wusste. Wird erledigt. Ah, na, na. Ich hab's mir doch gedacht, Bruder. Tschüss. Ich muss mal hier nochmal kurz Audio. Das ein bisschen runterpegeln. Kann man Musik eigentlich auch gleich ein bisschen runter machen. Also. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal hier mit. Okay, da waren wir schon, wie es aussieht. Plündern. Normal müsste die jetzt zu einem Skelett werden. Zumindest ist das bei Menschen so. Also wenn man jetzt zum Beispiel so Diebe oder Schurken oder keine Ahnung, irgendwelche Gegner halt, die menschlich sind, umgehauen hat. Oh, die haben wir gar nicht gelootet. Ja, dann werden die so zu so Knochen. Ach, das... Ah, okay, das ist schon der Knochen. Alles klar, gut, dann werden das alle Viecher. Irgendwie vermisse ich da irgendwie das Blut. Hm, naja. Vielleicht gibt es das dann nur bei Menschen. Ja, aber da kommen wir doch her. Nee, das kann es noch nicht gewesen sein, oder? Wir gucken mal schnell. M. Doch, wir müssten eigentlich überall gewesen sein. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Ich gehe jetzt einfach mal raus und gucke, ob die Quest damit beendet ist. Wir werden es erfahren, Freunde. Wir werden es erfahren. Der tolle Ladebildschirm. Über den freue ich mich jedes Mal. So. Okay, wir können mit ihr. Ihr seid zurück? Sind die Spinnen fort? Ich habe die Plage beseitigt. Oh, wunderbar. Ihr seid mein Retter. Welchen Antrag soll ich gleich nochmal unterschreiben? Den hier. Genau. Bitte sehr. Gut so. Dicker, wir würden noch niemals sagen, nö, Mama nicht. Müssen wir jemand anderes finden. Ausgezeichnet, seid bedankt. Versprecht mir nur, dass ihr in Zukunft vorsichtig mit Spinnen seid. Ja, das geht. Ausgezeichnet. Es war mir ein Vergnügen. Ihr werdet es im Zirkel sicher weit bringen. Na, ich glaube nicht, dass wir es im Zirkel so weit bringen werden, sondern unsere Berufung woanders finden. Aber dazu später mehr. So. Ich hoffe, es geht euch gut. Müssen wir jetzt runter? Ne, müssen wir nicht. Ach nee, wir müssen jetzt zum Owen, ja klar. Natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? So, hier, da ist er. Da ist er, der Owen, der Owain, nicht Owen, Owain. Willkommen im Lager des Zirkels für magische Gegenstände. Mein Name ist Owain. Womit kann ich dienen? Hallo, lange nicht gesehen, ne? Hier ist der unterschriebene Antrag. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Natürlich. Hier ist der angeforderte Stab. Ja, als ob ich bescheißen würde, Digga. Als ob ich bescheißen würde. Er hat eine Gegenstände-Quest aktualisiert. Und steht noch was? Nee. Das Blöde ist, weil genau hier so, also in dem unteren Eck, da wo immer die Antworten stehen, da läuft halt immer dieser scheiß Mikroständer drüber. Ich muss das echt jetzt mal demnächst ein bisschen ändern. Ich muss dann immer so, und das sieht halt auf der Webcam auch nicht so geil aus. Deswegen. So, wo waren die jetzt nochmal? Ah, hier. Da. So, Joan und Lily. Lasst mal hören, euren Plan. Es macht mich nervös. Du, Digga, chill doch mal dein Leben, Alter. Ich war doch gerade mal 3 Tage weg.
2. Ja, wegen Aufnahme und so, weil ja nur montags bis freitags das Projekt kommt. Ich hab den Feuerstab. Das ging ja schnell. Ach, dann das auf ging jetzt zum schnell. Repositorium. Die Freiheit wartet. So, wir haben Gefährten, die sich uns angeschlossen haben. Haben wir ja alles schon gehabt. Können wir jetzt auch alle spielen. So, was kann die denn? Das ist, wie es aussieht, eine Schurkin. Verstohlenheit und unfairer Kampf. Okay, er kann Arkaner Schuss, Flammenschlag, Schwäche und Flammenwaffen. Okay. Was wir können, wissen wir ja. So, wir tauschen mal hier ganz kurz. Dass wir die Blitze so schön nebeneinander haben. Man kann die natürlich auch saven. So, zack. Da kann man es nicht mehr verändern. Wenn man mal so draufklickt und es dann aus Versehen wegzieht. Das ist nämlich bei einem anderen EA-Spiel so. Oder EA-BioWare-Spiel. Nämlich Star Wars The Old Republic. Da passiert mir das echt häufig. Dass ich so auf die Attacke klicke und dann es aus Versehen rausziehe. Deswegen claim ich das dann immer. Also sperre das. Dann passt es schon. Was mache ich eigentlich? Ich habe doch hier schon alles durchsucht. Eigentlich müssten wir nur rausgehen. So, hier. Da, komm raus. Da geht's runter. Ich werde es tun. Okay. Der Hut nervt mich immer noch ein bisschen, aber er bringt halt Schutz. Das ist halt die Sache, ne? Geh mal weg da. Menschenskinder. Okay, die stehen einfach nur rum. Sagen die noch was? Nö. Ich weiß noch, als ihr in dem Alter wart. Allerliebst. Okay, allerliebst waren wir also. War die Läuterung schlimm? Muss ja wohl, schon der Name ist furchterregend. Ist Läuterung furchterregend? Naja, geht so, ne? Also, ich weiß auch nicht. Es läutert dich halt, also es... Weiß nicht, für mich klingt das jetzt so nach Aufweckung, weißt du? Dass man halt weiß, was man ist. So, private Dokumente. Sammeln wir ganz schön viele davon. Müssen wir mal durchlesen, hä? Was die Leute so für Geheimnisse haben. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ins Untergeschoss. Dazu müssen wir umdrehen. Und hier durch, jawohl. Ich finde, der ist schon gut groß, der Turm. So, also, was jetzt, also von der Spielwelt her, finde ich schon in Ordnung. Klar, nichts im Gegensatz hier zu einem GTA oder sowas. Aber... Die Kirche nennt diesen Eingang die Opfertür. Er besteht aus 277 Brettern, eines für jeden der ursprünglichen Templer. Sie soll an die Gefahren erinnern, die alle darstellen, die den Fluch der Magie tragen. Okay, wie kommen wir daran vorbei? Woher wisst ihr das? Sieht aus wie eine ganz normale Tür. Wie kommen wir daran vorbei? Die Türen können nur von einem Templer und einem Magier geöffnet werden, die gemeinsam hineingehen. Die Kirche liefert die Parole, die den Mechanismus aktiviert. Und der Magier liefert das Mana, das ihn dann auslöst. Was muss ich tun? Ihr habt die Parole, kann Joan dann nicht beim Eintreten helfen? Ich nehme an, ihr kennt die Parole? Ja. Ich habe sie von einem Templer, der kürzlich ein Magier in die Kammern begleitet hat. Okay, was muss ich tun? Und er fand das nicht verdächtig? Wir haben schon oft geplaudert. Ich glaube, er vertraut mir. Okay, was muss ich tun? Zuerst die Parole. Schwert des Erbauers, Tränen des Nichts. Alles klar. Ich habe etwas gehört. Die Parole bereitet die Tür nur vor. Jetzt muss die Berührung mit Mana folgen. Jeder Zauber wirkt, aber rasch. Okay. Okay, wir haben dieses Eisding genommen. Alles klar, wir können durch. Lässig. So, wir machen natürlich die Türen uns zu. So, ihr habt es ja schon gemerkt, in Gesprächen ist die Mütze dann immer weg. Habt ihr den Stab dabei? Schmelzt die Schlösser ein. Den Stab auf die Schlösser. Vielleicht später. Später? Ist euch schon aufgefallen, dass das hier kein gemütlicher Waldspaziergang ist? Gebt ihn mir. Ich mache es. Nichts passiert. Lilly, da stimmt etwas nicht. Ich kann hier keine Zauber wirken. Nichts funktioniert. Da sind Schutzrunen in den Stein graviert. Bestimmt das Werk der Templer. In diesem Bereich lassen sie jeden Zauber wirkungslos werden.
Ich hätte es mir denken können. Warum benutzen Gregor und Irving normale Schlüssel für diese Tür? Weil magische nicht funktionieren. Wie hält man Magier von etwas ab? Indem man ihre Kräfte gänzlich unbrauchbar macht. Das war's dann. Wir sind am Ende. Wir kommen nicht rein. Es muss einen anderen Zugang geben. Ihr meint durch diese Tür? Die Tür führt sicher zu einem anderen Teil des Repositoriums. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich dort ein zweiter Zugang befindet? Haben wir eine Wahl? Nein. Ich versuche alles, wie klein die Chance auch sein mag. Wir kommen nicht in die Kammer wie geplant, aber deshalb geben wir noch lange nicht auf. Wir können nachsehen, wohin die Tür führt, aber das wird sicher nicht leicht. Außerdem sieht sie verschlossen aus. Dann weiter. Beeilen wir uns. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Okay, alles klar, sorry. Ich gebe nicht auf. Wir sind schon zu weit gekommen. Der greift uns bestimmt gleich an. Okay, was geht jetzt? Der Zauberstab. Oh, das ist gar nicht gut. Wird erledigt. Jetzt Sie dürfen keinen Vorteil erringen. Und vier. Bumm. Tot. Kann man den looten? Nein, kann man nicht. Schade. Naja, egal. Wird gespeichert. Sehr schön. Da haben wir nochmal Gegner. Ich will nicht, dass sie mich immer angreifen. Ich werde dich vernichten. Warum muss das eigentlich so schwer sein? Komm, jetzt übertreib mal nicht. Also, ich kann sagen, es wird noch schwerer im Spiel. Also, es wird auch so, dass man echt so an seine Grenzen stößt. So viel kann ich nur sagen. So, Holzkische, was haben wir? Gürtelschnalle der Winde. Wo haben wir die? Da. Können wir gleich mal anlegen. Haben wir sonst eh nichts anderes. Und Schutz ist immer gut. Oder was hat die gegeben? Na, okay, Verteidigung. Verteidigung ist auch gut. So, tschüss. Ihr werdet jetzt gleich sehen, die werden jetzt gleich wieder hinter uns auftauchen, wenn wir zu weit weg sind. Na? Oder auch nicht. Sehr schön. Ja, Alter, greif doch. Bigger! Greif den nur an! Betrachtet es als erledigt. Meine Güte. Okay, das war jetzt schon ein bisschen knapper. Aber wir raggen ja gleich wie wieder. Wie ihr meint. Von daher. Wird erledigt. Passt jetzt schon. Alles nehmen, Zauberstab. Kann der mehr als unsere? Kann der mehr? Plus 1 Magie. Ach, den haben wir zweimal. Ach, den haben wir ja eh schon nicht angelegt gehabt. Von daher. Sehr schön. Okay, ich renn mal schnell zurück. Weil normalerweise, wenn man Türen verschließt und dann zu weit wegläuft, dann tauchen sie hinter einem wieder auf irgendwann. Aber wenn jetzt halt hier Gegner kommen, ist es ein bisschen schwer. Also kommt. Betrachtet es als erledigt. Da! Kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mundheilung. Achtung! Digga, ich kann doch nicht schon am Anfang so Probleme haben. Jetzt machen die Maler auch noch mal in so ein Haus rum. Ich bin mal gespannt, ob man die nachher hört in der Aufnahme. Wird erledigt. Wenn, da kann ich nichts machen. Ja, Digga, wie wär's mal, wenn den angreift? Immer weiter! Zurück! Was für zurück? Ja. Digga, erst sagst du immer weiter und dann zurück, oder was? Bleib lieber vorsichtig! Was ist denn los mit dem? Ich hab ein Level-Up. Ah ja, bei Level-Up regenerieren sich auch gleich alles. Also Leben und Mana. Deswegen. So, was können wir machen? Wir machen Willenskraft 1, Magie 1 und Konstitution, dass wir ein bisschen mehr aushalten. So, können Sie entweder Kampftaktiken oder Kampf überhaupt oder halt verbesserte Manipulation. Ne, wir machen diesmal Kampfausbildung und hier machen wir... wir fangen schon mal mit Heilung an. Wir wollen ja eh auf viel gehen, also von daher...
Passt das dann schon? So. Ach ja, nicht jeder Gegner vergeht so, sondern ich glaube, erst wenn man ihn lootet, dann werden die zu so Knochen. Aber mich wundert es gerade, dass die kein Blut haben. Hm. Und normal bildet sich immer noch so eine schöne Blutlache. Das sieht immer sehr sexy aus. Tiefenlaurer. Das sind Dinger, ey. Okay, war einfach zu besiegen. Okay, das sind schon ein paar mehr. Wie ihr meint. Wird erledigt. Sehr schön. Alan, haben wir eigentlich schon. Digga. Komm schon mal, nein, nein. Joan, mal den anderen Stab geben. Den haben wir, glaube ich, an, oder? Haben wir nicht an? Lol. Ach, wir haben den nochmal. Cool. Oder gib mal den Joan. Passt schon. Wenn er eigentlich kein Magier ist. Und ich glaube, man hat auch keinen Magierlehrling mit einem Zauberstab rumrennen sehen. Also von daher. Passiert ja alles. Wesen mit einem Rang. Die Namen besonders schwieriger Gegner erscheinen in unterschiedlichen Farben, um anzuzeigen, welche enorme Gefahr von ihnen ausgeht. Gegner mit gelben Namen sind überdurchschnittlich gefährlich und aggressiv. Namen in Orange weisen auf extrem mächtige Gegner hin, die es allein mit einer ganzen Abenteuertruppe aufnehmen können. Okay. Gut zu wissen. Ah, hier ist die besagte Blutlache. Blutlache, von der ich sprach. Von der ich gesprochen habe. Ja, geil. Direkt hier der Gegner. Kann man ja nicht mal gleich ruhen. In Ruhe, Philakterien, Klaue. Das war doch mal lässig, oder? Betrachtet es als erledigt. Ich glaube, wir können mit der Attacke auch mehrere Gegner treffen. Wenn die halt in diesem Kegel stehen, sag ich mal. Los, beenden wir es! Das soll ich jetzt zeigen, aber es geht leider nicht. Zurück! So, jetzt musste Joan auch nicht mehr so nah hin. Das ist sehr gut. So. Und, na, komm. Sehr so. Schön. Ach, jetzt haben wir auch einen Lyrentrick. Den können wir uns eigentlich mal. Ja, na, wo ist denn? Schwacher Lyriumtrank. Den können wir uns mal hier hinklatschen. Delirium. Ne, wir tauschen. Ne, Moment. Wir machen das so. Na, nicht. Nee. Nee. Nee, ich will nicht, dass er den trinkt. Och, fuck. Ach so, stimmt, ich hab's ja geclaimed. Aha, kein Wunder. So. Und starker Lyriumtrank kommt dann hier hin. So, da haben wir nämlich alle drei drin, das ist schon okay. So, Wundumschlag. Ja, okay, haben wir keine. Oder keine mehr, sagen wir so. Gehen natürlich in jede Tür eigentlich mal rein. Die Truhe können wir Gott sei Dank öffnen. Ich glaube, hier jetzt im Magetan gibt es gar nicht so viele Sachen, die man nicht öffnen kann. Also so Truhen-Moon-mäßig. So, jetzt will ich euch das mal zeigen, dass die dann hinter einem wieder auftauchen. Aber ich könnte wetten, da kommen jetzt gleich wieder Gegner. Oder? Ja. Ach, Topra, so wird das doch nicht. Kommt! Wir haben Aufgaben. Seid lieber vorsichtig! So, ich zeige euch das. Hier, diesen Schweif habe ich gemeint. Wenn ich den jetzt nach hier mache, müsste der beide treffen. Bitte haltet mir den Rücken frei! Ja, ruhig, Brauner, ruhig. Betrachtet es als erledigt. Oh, Joan. Hervorragend! Man muss natürlich auch immer das Leben im Überblick behalten. Das ist mir nämlich früher immer passiert. Ich einfach dachte, oh ja, ich kämpfe mal mit dem Topra. Na, läuft das schon. Ja. Und dann sind viele meiner Gefährten verstorben. Das war dann nicht so schön, ne? So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch eine Truhe. Oh, die kann man öffnen. Ich sag ja, im Magiertempel gibt es echt nicht so viel, was man nicht öffnen kann. So, was war das jetzt für ein Stab? Wieder das Akolyten. Ja, wir finden ziemlich viele Stäbe von Akolyten. Vorsicht! Feinde!
ruhig vorne. Ich werde es tun. Machen wir keinen Stress, machen wir keinen Stress. Alles ist gut. Ich gebe mein Bestes. Wer macht das? Achtung! Das erwarte ich von jedem von euch. Sehr schön. Sonst opfere ich euch. Okay, die stirbt gleich, aber wir haben leider... Die sollten uns mal Wundumschläge hier zum Looten geben. Wird erledigt. Da haben wir ja einen Wundumschlag. Achso, warum hat das vorher nicht funktioniert? Ach, das sind Schwache, oder? Oder das waren Schwache. Stimmt, deswegen. Naja, egal. Warum der nicht gleich mit angegriffen? Wir brauchen einen anderen Zugang zur Kammer der Phylaktik. Lasst uns das Repositorium untersuchen. Alles klar. So, da haben wir auch noch... Digga, dass nicht mal die hier im Repositorium verschlossen sind, das verstehe ich gar nicht. Plus 2 Schaden, 2 Zauber... Ah ja, ziehen wir direkt an, oder? Klar, Digga. So, wieder den Husten, den altbekannten. Ich habe ihn immer noch. Aber ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber es kratzt gerade noch ein bisschen. Die alte Wand kann jeden Moment einstürzen. Ach, sorry, Leute. Muss ich ja schon was trinken hier. So ist nicht lässig. Ja. So, warte. Irgendwas an dieser Statue ist seltsam. Findest du? Das ist nur eine Statue. Lassen wir sie in Ruhe. Ich mag sie nicht. Irgendwie unheimlich. Ich frage mich, wen diese Statue darstellt. Warum steht sie hier sowas hier rum? Woher soll ich das wissen? Sie ist magisch. Das ist ein Raum voller magischer Gegenstände. Grüße. Beim Atem des Erbauers. Hat sie gerade was gesagt? Okay. Ich bin die Essenz und der Geist von Eleni Zenovia. Vormals Gemahlin und Beraterin von Archon Valerius. Ich wurde versteinert, weil ich den Untergang des Hauses meines Herrn vorhergesagt habe. Bitte auf zu reden. Archon Valerius, wovon redet sie? Lassen wir sie einfach in Ruhe. Wovon redet sie? Ewiglich sollst du stehen am Eingang meiner stolzen Festung, hat er gesagt. Okay. Und deine Lügen allen verkünden, die vorbeikommen. Doch dann fiel mein Herr seinen Feinden zum Opfer und seine einst stolze Festung zerfiel zu Staub, wie ich vorhergesagt hatte. Eine Statue aus Tevinter. Hört nicht auf sie. Die Lord von Tevinter gingen vielen verbotenen Künsten nach. Das ist ein Werk des Bösen. Wie kommt diese Statue aus Tevinter hierher? Sie muss sehr alt sein. Wie haben sie das gemacht? Lebt sie noch? Lydia hat recht, beachten wir sie nicht länger. Sie muss... Nee, halt. Wie haben sie das gemacht? Weint nicht um mich. Zu Stein wurde ich gemacht und Stein bin ich nun, ewig und ohne Gefühle. Okay. Und bleibe es, bis der Erbauer die Feuer erneut entzündet. Was bedeutet das? Mehrdeutiger Unsinn. Es könnte alles bedeuten. Das kann ich auch. Die Sonne verdunkelt sich doch, seht! Da naht die Dämmerung. Hört auf, mit ihr zu reden. Bitte, alle beide. Ja, wir haben viel zu tun. Komm jetzt, Jowen. Gehen wir. Gut, eine redende Statue. Das ist natürlich was Neues, aber gut, in einem Magiertempel kann man ja sowas erwarten. So, ein Bücherregal. Was ist das, ein Hund, der sprechen kann? Wozu das wohl gut ist? Warum lagern im Zirkel so viele Artefakte aus Tevinter? Das ist Geschichte, Lilly. Und es ist faszinierend. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Das wird kaum dabei helfen, da zu kommen. Das dient wohl nur zur Dekoration. Das ist ein Haufen Nutzen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon Bilder davon gesehen. Sie verstärken jeden Zauber, der auf sie gewirkt wird. Damit könnten wir bestimmt in die Kammer der Phylakterien einbrechen. Wir können die Kraft des Stabs verstärken. Ob wir es bis zur Tür schieben können, haltet ihr das für eine gute Idee? Es ist unsere beste Möglichkeit. Seht ihr den Mörtel hinter dem Bücherregal? Er vermodert schon. Sehen wir es uns genauer an. Okay. Ja, deswegen sagen eigentlich viele, dass sie nicht mit Tab rumlaufen. Weil hier jetzt Bücherregal, ist
die Suche danach jetzt ein bisschen sinnlos gewesen. Aber ich bin der Meinung, dass man dann halt so auch Loot übersehen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Und das möchte ich halt irgendwie nicht. Aber ich werde es wahrscheinlich eh tun im Laufe des Spiels noch. So, was haben Es sollte nicht schwierig sein, das Ding hier aus dem Weg zu räumen. Sieht ziemlich schwer aus, finde ich. Dann müsst ihr mir helfen. Gemeinsam können wir es verschieben. Na los! Jetzt müssen wir nur noch irgendwie durch die Wand kommen. Handwerk, okay. So, Benutzt es jetzt bin ich zusammen mit gespannt. dem Stab. Das klappt bestimmt. Rasch, wir haben wenig Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Läuft auf jeden Fall bei uns. Das ist die Kammer der Phylakterien. Wir müssen schnell Jowens Phylakterion finden. Dann sehen wir uns mal um. Wo könnte es sein? Bei den Phylakterien der anderen Schüler, vermute ich. Zu schade, dass sie meins nach Denarim gebracht haben. Nö. Es müsste leicht zu finden sein. Hier gibt es nicht viele Phylakterien. Was? Nicht viele? Obwohl es so viele Schüler und Magier... Oh Gott. Oh Gott, Gegner. Gegner! Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Sehr schön. Aus dem Weg! Oh! Oh, ich bin betäubt. Ich bin mir nicht sicher, dass ich dafür geschafft habe. Ah, jetzt stell dich nicht an. Jetzt kämpfen wir! Lass uns in Frieden! Ehrlich, Mann? Wir müssen kämpfen! Ah, bleib ruhig, Cobra. So, machen wir hier den da. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Aber gut, ist ja klar, dass die so... Unsere Fähigkeiten haben uns nicht im Stich gelassen. Dass so wertvolle Sachen auch bewacht werden von... irgendwelchen Wächtern und sowas. Eiserner Ring, kann der was? Plus 10 Kälteresistenz. Ne, ich glaube, wir behalten den, den wir anhaben. So, das Amulett. Wir haben 10 plus 1 Willenskraft. Ja, wir ziehen das an. So. Dann lasst uns mal das Phylakterion suchen. So. Ja, alles klar. Hier sind nicht viele. Quatsch. Quatsch. Hat sie noch irgendwas? Hab ich irgendetwas übersehen? Nö, sieht nicht so aus. Also, schnappen wir uns das Ding. Ich werde es tun. Du siehst Jones Phylakterion in einer Ecke dieses Kastens. Weiter. Das ist mein Phylakterion. Ihr habt es gefunden. Unfassbar, dass dieses kleine Fläschchen zwischen mir und der Freiheit steht. So zerbrechlich, so leicht zu beseitigen. Und seine Herrschaft über mich endet. Gut, das Blut liegt jetzt da auf dem Boden, als ob sie das nicht wieder aufsammeln können. Aber gut. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie es magisch verzaubert. Was weiß ich. Lass uns weitergehen. Ich hätte einen größeren Raum erwartet und mehr Phylakterien. Hat auch lange genug gedauert. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Ich habe einen größeren Raum erwartet. Nur die Phylakterien der Schüler werden im Turm des Zirkels aufbewahrt. Dieser Raum könnte niemals die Phylakterien aller Magier aufnehmen, die die Tore des Turms durchschritten haben. Kommt schon, ihr beiden. Wir sind hier fertig und sollten gehen. Gut, geh mal. Ich will keinen Augenblick länger bleiben. So, das Phylakterion ist kaputt und es ist auf magische Weise verschwunden. Hat puff gemacht und weg war's. Ich werde jetzt kommen. Ja, von der Seite kommen wir natürlich raus. Wird erledigt. Magie vorbei. So, mal up die Tür, die Tor macht weit. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Danke. Wir hätten es niemals... Ihr hattet also recht, Irving. Ja. Sieht nicht gut aus. Ich wusste, es würde böse enden. Okay. Ich versichere euch, es ist nicht so, wie es aussieht. Es sieht nicht gut aus. Gregor? Eine Anwärterin paktiert mit einem Blutmagier. Ich bin sehr enttäuscht, Lily. Sie wirkt schockiert, aber im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Sie ist also keine Vasallin des Blutmagiers. Ihr hattet recht, Irving. Okay. Die Anwärterin hat uns hintergangen. Die Kirche wird eine angemessene Strafe verhängen. Und er hier. Kaum ein Magier und schon die Regeln des Zirkels brechen. Ihr habt mich enttäuscht. Ihr hättet mir von dem Plan berichten können und habt es nicht getan. Die Magier sind euch doch gleichgültig.
Ihr Katz buckelt nur vor den Launen der Kirche. Joan, macht es bitte nicht noch schlimmer. Joan hatte recht, euch liegen die Schüler nicht am Herzen. Der erste Verzauberer tut sein Möglichstes, um uns zu beschützen. Joan, macht es bitte nicht noch Genug. Schlimmer. Genug! Als Kommandant der hier versammelten Templer verurteile ich diesen Blutmagier zum Tod. Und Monster. Diese Anwärterin hat die Kirche und ihr Gelübde entehrt. Bringt sie zu Eona. Das Gefängnis der Magier? Nein, bitte nicht! Nicht dorthin! Nein! Fasst sie bloß nicht an! Jetzt geht's ab! Okay. Beim Erbauer, Blutmagie. Wie konntest du? Du sagtest, du würdest nie... Ich gebe zu, ich habe es versucht. Ich wollte ein besserer Magier werden. Blutmagie ist böse, Joan. Sie vergiftet die Leute, verändert sie. Ich werde sie aufgeben. Die Magie überhaupt. Ich will nur bei dir sein, Lily. Bitte komm mit mir. Ich habe dir vertraut. Ich wollte alles für dich opfern. Da ist die Liebe kaputt. Ich weiß nicht, wer du bist, Blutmagier. Bleib weg von mir. Ich renn einfach so weg. Seid ihr wohl auf? Wo ist Gregor? Ich wusste es. Blutmagie. Aber dass er so viele besiegt. Ich hätte nie gedacht, dass er so mächtig ist. Er hat mich belogen. Joan sagte, er sei kein Blutmagier. Ich fasse es nicht, dass er das getan hat. Ich wusste, dass er... sich verdächtig benommen hat. Er hat mich belogen. Keiner von uns hat damit gerechnet. Seid ihr wohl auf, Gruder Dunkel? So wohl auf wie unter den Umständen möglich. Okay. Hättet ihr mich früher handeln lassen, wäre das alles nicht passiert. Jetzt haben wir einen Blutmagier auf der Flucht und keine Möglichkeit, ihn aufzuspüren. Na, ja, Joan hat sein Phylakterium zerstört. Euch fällt sicher etwas ein. Er kann noch nicht weit sein. Ihr könntet ihn immer noch fangen. Glaubt mir. Wir werden alles einsetzen, was wir haben. Wo ist das Mädchen? Ich bin hier, Sir. Ihr habt einem Blutmagier geholfen. Seht nur, wie viele gute Männer er verletzt hat. Ihr habt Joan dazu gezwungen, Lily wusste nicht. Ihr wart ein Freund, aber ihr müsst mich nicht länger verteidigen. Kommandant, ich war im Unrecht. Ich war die Komplizin eines Blutmagiers. Ich akzeptiere jede Strafe, die ihr für angemessen haltet. Sogar Eona. Weg mit ihr, aus meinen Augen. Nun zu euch. Ihr wisst, wozu das Repositorium dient. Manche Artefakte, manche Magie werden aus gutem Grund weggesperrt. Habt ihr etwas Wichtiges aus dem Repositorium entnommen? Wir reden, ja, diesen Stab, ihr könnt ihn zurückhaben. Ja, hier, komm. Wenigstens ein Rest Ehrlichkeit. Aber eure Possen haben diesen Zirkel zum Gespött gemacht. Was sollen wir mit euch machen? Ihr wollt aber doch Joan, nicht mich. Was immer ihr wollt, ich stehe zu meiner Entscheidung, Joan zu helfen. Ich wusste nicht, dass er ein Blutmagier ist. Und das entschuldigt euer Verhalten? Ihr habt einem Blutmagier zur Flucht verholfen. All unsere Vorsichtsmaßnahmen waren umsonst. Nur wegen euch. Kommandant, wenn ihr erlaubt. Ich suche nicht nur Magier, die sich der Armee des Königs anschließen. Ich rekrutiere auch für die Grauen Wächter. Irving sprach sehr lobend von diesem Magier. Und ich möchte, dass er zu den Wächtern kommt. Duncan, dieser Magier hat einem Malefiker geholfen und einen Mangel an Respekt vor den Regeln des Zirkels bewiesen. Yolo! Er ist eine Gefahr. Für uns alle. Nur die wenigsten setzen für einen Freund in Not alles aufs Spiel. Ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich rekrutiere diesen Magier. Nein, ich lasse das nicht unbestraft durchgehen. Ihr wollt was? Ich wollte mich schon immer als Magier beweisen. Gregor hat recht. Wenn die Grauen Wächter mich wollen, gehe ich mit Freuden mit. Aber ich bin ein Magier, mein Platz ist hier. Nö, ich mach das doch. Gregor, wir brauchen Magier. Wir brauchen diesen Magier. Es gibt Schlimmeres auf der Welt als Blutmagier und ihr wisst das. Ich nehme diesen jungen Magier unter meine Aufsicht und übernehme für all seine Taten die Verantwortung. Ein Blutmagier flieht und sein Komplize kommt nicht nur straflos davon, sondern darf auch noch ein grauer Wächter werden. Das sind halt die Babos, ne? Bedeuten unsere Regeln gar nichts? Haben wir keine Autorität mehr über unsere Magier? Das verheißt nichts Gutes, Irving. Genug, es gibt dazu nichts mehr zu sagen. Was wird mich erwarten? Dann werde ich also grauer Wächter. Muss ich den Zirkel für immer verlassen?
Ja, seid stolz darauf. Ihr habt mehr Glück, als ihr ahnt. Tja, wer kann, der kann, ne? Danke für alles. Komm, dein neues Leben wartet. Okay. Ich habe ja eh keine Familie, also von daher. Ob ich jetzt im Zirkel der Magie verrott oder auf dem Schlachtfeld? Spielt doch keine Rolle. So, was kommt jetzt nochmal? Ich glaube, eine Zwischensequenz. Deswegen sehen wir uns gleich. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von Tevinter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, mein Freund. Wie ist euer Name? Hallo, ich bin Tobra, Eure Majestät. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Die grauen Wächter bemühen sich, ihre Anzahl zu vergrößern. Und ich für meinen Teil freue mich, sie dabei zu unterstützen. Wie ich sehe, seid ihr vom Zirkel der Magie. Ich nehme an, ihr kennt einige Zauber, die uns in der kommenden Schlacht nützlich sein werden. Ich werde selbstverständlich mein Bestes geben. Ich wirke meine Zauber nicht auf Kommando. Ich habe meine Ausbildung gerade erst abgeschlossen. Hey, komm, sehr schön. Hervorragend. Wir haben hier zu wenige Magier. Also ist uns jeder weitere willkommen. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in Ostagar willkommen heißt. Die grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Ihr seid freundlich. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Jetzt bereue ich es gerade ein bisschen, nicht als Krieger gespielt zu haben. Aber wir werden auch so eine Menge Spaß haben. Mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Es klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Ihr klingt, als wärt ihr euch dessen sicher. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Alles klar, dreh dich einfach um. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Ist auch eine geile Verabschiedung, die wir da drauf haben. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Das klingt... Was? Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Schien die dunkle Brut nicht besonders ernst zu nehmen. Vielleicht ist es dann doch keine wirkliche Verderbnis. Das Asche. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Was sollte er deiner Meinung nach tun? Warum nicht? Er scheint eine hohe Meinung von den grauen Wächtern zu haben. Doch du könntest, wenn du lalala... Wenn er nicht so ein Dummkopf wäre, glaubst du, wir sind in Gefahr. Das da. Ja, wir sollten mit dem Ritual fortfahren. Was muss ich tun? Wir machen das da. Das habe ich immer genommen. Du hast recht. Wir haben noch Zeit. Das Ritual beginnt erst bei Einbruch der Nacht. Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen.
Das Ritual dauert nicht lang, aber es bedarf einiger Vorbereitungen. Wir müssen bald anfangen. Gut, großartig. Dann sollten wir es hinter uns bringen. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Okay. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Alright. So, wir speichern neuer Codex-Eintrag. Eona. Erfolg freigeschaltet, gequält. Ach, die Codex-Einträge lese ich jetzt nicht. Erfolg freigeschaltet, blutbefleckt. Wir müssen noch einen, oder? Nö. Nö, doch nicht. Na gut. Freunde, die heutige Folge hat etwas Überlänge. Vielleicht schneide ich es in zwei Teile. Mal gucken. Ihr wisst ja, wenn ihr jetzt die Folge guckt, ob das jetzt der zweite Teil ist oder ob es ein Teil geworden ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao.